Hi, ich bin der Günther, ich mache es mein Bruder. Willkommen zu einem Undertale Fangame auf meinem Kanal. Das ist das erste, aber nicht das letzte Mal. Und ich spiele mit euch das Tale. Die Story will ich jetzt während dem Spielen lieber erklären. Sonst, ja. Das Spiel beginnt hier am Ende eines Genocide Runs. Wir tragen den Namen Chara, der ja ganz normal ist eigentlich. Der Klassiker. Und Sans ist gerade besiegt worden. Und... T, okay. Nee, Z. So. Guess that's it. Huh? Just don't say I didn't warn you. Well, I'm going to grill these. Man kann den Text anscheinend auch nicht verschnellern. Ich hoffe, die Steuerung an sich ist gleich. Papyrus, do you want anything? Das Genocide-Ende. Jeder kennt's. Hoffentlich. Der dieses Video hier angeklickt hat. 372 Genocide Rules have passed. Das ist die dritte. Es sind bereits 327 Genocide-Routen durch. Chara grows even stronger with each new route. With Chara's great power, the human no longer controls their own body. Chara has established a never-ending loop of genocide. Das heißt, Chara ist inzwischen komplett an der Kontrolle und man kann nichts... Er gesagt, Frisk kann nichts tun. Suddenly, Sans remembers. Sans erinnert sich aber. He remembers every route. The pain. The suffering. Now. He's determined to stop it. Sans ist entschlossen, es zu beenden. Das Tale. By Evan Streeblow. Basiert natürlich auf Undertale, wer hätte es gedacht. Confirm, cancel, open, sorry. Aha, das heißt, C ist immer noch Inventar, X oder Shift ist Cancel und Z confirm. Das heißt, dass Z wirklich das einzige ist, das anders ist anscheinend. Nicht dein Ernst. Das Tail. Keine Rück... Ah, da stand gerade kurz keine Rückmeldung und ich konnte nichts machen. Ich hoffe, dass noch ein bisschen mehr Musik kommt. Hier ist bereits... Nur Staub, also Dust. Falscher Knopf. Warum drückst du, Idiot, auf Shift? So was, Mom? Da ist Toriel und yeah, es spielt Musik. Einfach durch den Staub drehen, als wäre nichts. Greetings, my child. I hope you have not been waiting long. I was letting somebody in. They needed something. Toriel hat jemanden reingelassen, der etwas gebraucht hat. I sure hope they find what they are looking for. Curious for. They seemed awfully familiar. Dieser jemand sah sehr bekannt aus. Oh, I haven't even introduced myself. Why should I bother you with this nonsense? I'm Toriel, caretaker of the ruins. I pass through this place every day to see if anyone has fallen down. You are the first human to come here in a long time. Come. I will guide you through the catacombs this way. Und jetzt bekommt sie ein Anrufen, bevor sie mich wie gewohnt hier durchleiten will. Oh, my cell phone, please excuse me, my child. Hello? How do we have my... But I need to stay with... What? Well, there's no need to get angry. No, no, you're right. This is really important. We have to make sure everyone stays safe. I'll be there as soon as possible.
Jemand hat angerufen. Irgendetwas Gefährliches scheint unterwegs zu sein. I'm sorry, my child. Must leave you. Believe me, I wouldn't leave you if it wasn't important. Please stay right there until I return. Irgendetwas ist passiert, vor dem jeder beschützt werden muss. What just happened? Hast du schon wieder den Shift-Knopf? Nein, diesmal nicht. Dann muss ich wohl diesmal ohne Hilfe hier durch. Hier auch mit Z, ja. Hallo? Ich komme nicht raus, ich drück sogar Z. Da habe ich jetzt X gebraucht, okay. Ja, X oder Shift, klar. Das Rätsel erinnert man sich hoffentlich dran. Ich muss mich erst wieder ein bisschen einspielen, hallo? Ja. Hallo. Danke. Einmal habe ich Shift gedrückt, einmal Z. Und das Z hat bei einem Mal nicht geklappt. So, der Weg ist frei. Der Dummy. Einfach töten, ohne überhaupt in den Kampf zu kommen. Weg mit ihm. Ich muss echt wieder erst reinkommen. You're welcome. Und du Haufen Scheiße da, der das gerade aufnimmt. Hör endlich auf, Shift zu drücken. Oder ich schlag dir die Fresse ein. Oh, ein Gegner. Das ist halt Genocide. Da ist er weg. Keine Erfahrung. Das ist böse. Ja, man kann nicht falsch laufen. Man wird einfach von einer unsichtbaren Wand geblockt. Die Musik. Ich will allgemein in nächster Zeit etwas mehr auf meinem Kanal an Undertale Fangames bringen. Die dauern nicht so lang hochzuladen und machen mir auch Spaß. Also, warum nicht? Hier hinter der Säule. Who did you expect to find? Wen glaube ich zu finden? Noch mehr Staub. Monster Candy. Klar. Strangely, that was the only one left. Und du da vom Bildschirm, wenn du noch einmal Shift drückst. Genau. Z, nicht Shift. Ich hab grad gewartet, bis es weitergeht, weil das irgendwie mit Z nicht wollte. Na. Drei Erfahrungspunkte. X. Es ist kein langes Fangame, die meisten Undertale-Fangames sind nicht lang. Oh, where are you going? There's still XP to harvest in this. Ich soll erst die Gegner farmen. Die Wimpsons sind zum Glück One-Hit, aber die bringen nix. Genocide Run. Miau. Es scheint einfach nach einer kurzen Zeit wegzugehen. Also es gibt viele, viele Undertale-Fangames, die ich zocken kann. Aber ich habe mir gedacht, ich beginne mal mit diesem hier. Es ist auch nicht so schwer, hauptsächlich deswegen. Immer noch? Ja. Ich denke, ich sollte einfach auf das Nobody Came warten. Und was machst du diesmal? Ribbit. Ich glaube, das Herz ist ein bisschen schneller als im Original. Drei Erfahrungen kriege ich jetzt mal irgendwie vielleicht ein Level. Und mehr. Nee, Wimpsons bringen keine Erfahrungspunkte. Du wirst mich nicht hitten.
wenn ich sag, du hittest mich nicht, dann machst du das auch nie. Naja, reicht trotzdem. Ja, Level 2. You. Oh, Luke, die Dinger gibt's ja. Oh Gott, der tankt viel. You're not allowed to pick on my friends. What the fuck, wie sollte man dem letzten da ausweichen? Der tankt mir ein bisschen viel. Lol, hä? Ich weiß nicht mal wie. Ein oder zwei Hits. Ich bin nicht. Ich darf das nicht. Oh. Wir sind Ziel, siehst. Ja, die Attacke ist nicht schwer. Was das größte Problem an den Fangames wird, dass die meisten sind schwerer als das Originalspiel. Und da gab's schon einiges, das nicht gerade leicht war. Am besten so lange wie möglich an einem Punkt. Und dafür dann etwas größere Abstände. Und win. Der bringt hoffentlich schöne Erfahrung. Ah, 7 ging mehr. Auf der Stelle stehen. Nobody came. Und hier, sowas passiert manchmal. Hier skippen sich dann Szenen. Ist sie gone? Napster Blue kommt gerade erst. Oh. I didn't know you were here too. That's okay, though. I'll find a different spot to hide. Er geht einfach ohne Kampf. Dann verliere ich keine Erfahrung. Oh, kacke. Ich kann nicht zurück. Ich glaube, ich habe nichts Wichtiges da verpasst. Hier fehlt das Spielzeugmesser. Rares are nice. Ah, okay, wollte gerade kurz nicht. Das Messer fehlt. Und das gefällt Kara natürlich gar nicht. Man sieht übrigens logischerweise auch, dass das nicht ganz Frisk ist. Den Baum kann man hier nicht checken. Ich habe gedacht, vielleicht steht da. Okay, cool, da war eine unsichtbare Wand. X. 2 Minuten. Ruins. Okay, die Musik ist ein bisschen verändert. Aber nur ein bisschen. Was sagt der Spiegel? Das ist creepy. Guck mich nicht so an, das ist nur ganz normal Kara. Oh, come on. We both know that's who we really are. Ich guck mal, ob vielleicht in der Küche, ich weiß es gerade nicht auswendig, ob da der Butterscotch Pie ist. Okay, manchmal sind hier ein bisschen komische, unsichtbare Wände. Ja, ich hab den Pie. Sollte man nicht verpassen. Vor allem da anscheinend irgendwas falsch läuft. Wenn ihr Vorschläge für Fangames habt, die ich zocken kann, schreibt sie auch ruhig in die Kommentare. Einige habe ich auch selber noch, die ich auf jeden Fall zocken werde. What the fuck? Aha. Das war ein bisschen komisch. Oh, Sans. I'm back now. Thank you for waiting. And you there. Press fucking C and not the space thing button. I needed to get that done. So this killer, now that the ruins are safe, what's the next step? Ein Mörder. Die Ruinen sind jetzt sicher und
Jetzt fragt Toriel, was jetzt gemacht werden muss. What's wrong? The killer can't hurt us in here. There's nothing to be afraid of. Why don't we calm our nerves over a freshly baked pie? Warum nicht runterkommen auf einen frisch gebackenen Kuchen? Also, das geht schlecht. Den habe ich mir gerade eingepackt. Und es sieht auch nicht aus, als hätte Sans wirklich Lust. Well, I... Sans hat Toriel umgebracht. Mit Karas Messer. You were him, weren't you? You told me all those jokes. Behind the door. Ja, Sans. Die Geschichte halt, wie Sans immer von der anderen Seite der Tür Toriel Witze erzählt. I trusted you. You told me this was important, so the only killer I should have been worried about was you. Tja, Sans. Da. Und jetzt ist er der richtige Gangster und zieht sich seinen Hoodie über. He just stole our XP. Ja, er hat die Execution Points gestohlen. Aber ich habe immerhin das Messer. Taking what's rightfully ours. Only for Truman's Legacy. Back where it belongs. Hier den Knopf brauche ich. Dann gehe ich mal hier aus den Ruinen. Flowey war ja schon ganz offensichtlich nicht mehr der Lebendigste, deswegen. Jetzt hat man vielleicht auch schon eine Idee, was Sans Plan in dieser Zeitlinie ist. Er will Chara mit seinen oder ihren, weiß niemand, eigenen Waffen schlagen. Ja, während der Ladesequenzen steht da mal kurz keine Rückmeldung, das sollte ich sprengen. Eine kaputte Kamera ist in den Büschen. Jeder kennt diese Szene. Aus dem echten Undertale zumindest hier. Scheint nichts zu passieren. Und die Abstände zwischen den Bäumen sind ein paar Kilometer größer. Ja, Sans ist nicht hier. Sans! Sans? Die Lampe ist auch kaputt. Der Sound. Oh, where's that skeleton? Why isn't he at his post? Oh, hello. You must be new around here. Or... Excuse me for asking, but... What kind of monster are you? Ich bin kein Mensch. You're not saying that. We're just going to get through this nonsense. Hä? You're quite a monster, hä? Ah, er hat mich einfach nicht reden lassen, egal was ich nehme anscheinend. Well, what a great kind of monster to be. You know, excuse me now, I must go find my brother. It was so nice to meet you. Ja, Papyrus sucht Sans. Wir wissen, wo er zumindest gerade noch war. Und ich glaube, hier ist wieder, Gegnerfarm. Ist irgendein Item. Oh, nobody came. You know what this box does. Ich weiß, ich wollte sie auch auswählen. Okay. Die Musik. Oh, falscher Knopf. Hier ist überhaupt nichts. Nobody came. Hier sind keine Gegner. Oh, ein langer Skip. Hier runter. Sans ist hier gerade hingelaufen.
Ich glaube, dass wir zwei oder drei Parts haben, das Fangame hier übrigens, damit man das so einschätzen kann. Vielleicht verschätze ich mich da auch komplett, aber lieber mal saven, denn jetzt geht es in einen Kampf über. Finally caught up, Urfilm. Miss, was sonst? You can't. You can't be here yet. Ah, jetzt muss ich übrigens mit Z auswählen. I'm not ready. I'm not. Don't have enough. Oh. Den Sound finde ich übel geil. Zum Glück habe ich gespeichert. They're moving. We've got work to do. Thank you.
Hey, 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 hey.